Ich habe hier ein Doppelsternsystem, der Stern A, der Stern B. Und ich möchte wissen, welche Masse hat A und welche Masse hat B. Und das kann ich berechnen, wenn die sich umkreisen. Dafür muss man die natürlich beobachten. So. Und was ich beobachten kann, also die umkreisen so einen gemeinsamen Schwerpunkt. Also wenn der sich so bewegt, so, dann geht der. Also der macht hier so einen kleinen Kreis, ja, und der Große macht so einen großen Kreis. Genau. Und ich kann, also jetzt, wenn ich es nicht kann, dann habe ich auch keine Chance. Ja? Also die Geschwindigkeit, das ist VB. Mit welcher Geschwindigkeit berechnet sich, bewegt sich der B und hier die Geschwindigkeit V. Ja, machen wir gerade. Machen wir so. VA, also Betrag der Geschwindigkeit. So. Also VB soll sein, was habe ich denn? Das ist der schnelle, genau, 75 Kilometer pro Sekunde und VA gleich 50 Kilometer pro Sekunde. Das ist ein ausgedachtes System. Und was ich noch brauche, ist die Zeit T. Also wie lange brauchen die so einmal rundum? Das soll bei mir 100 Tage, Dienstag, sein. Ohne die Zahlen kann man es natürlich nicht berechnen. Wenn ich die drei Zahlen habe, dann geht's und ich erkläre wie. Ich führe jetzt hier noch so ein paar Begriffe ein. Dieser Abstand vom Schwerpunkt ist mein AA und dieser Abstand vom Schwerpunkt, also der Kreis, der Radius ist mein AB. Okay? Und dann weiß ich ja, dann erstmal die Formel. Ich brauche den dritten Kepler. Nee, nicht dritter Kepler, den allgemeinen Kepler. So. Allgemeine Kepler, der hilft hier. Und zwar ist das t Quadrat durch a hoch 3 ist 4 Pi Quadrat Gravitationskonstante und hier ist die Summe der Massen drin. Wenn ich die Sonne und die Erde anschaue, dann nehme ich meistens nur die Sonnenmasse, weil die Erde ja eh egal ist, weil es zu wenig ist. Aber beim allgemeinen Kepler ist die Summe der Massen drin. Und mit dem allgemeinen Kepler kriege ich schon mal, ich will zwar die Einzelmassen, aber die Summe. Was jetzt irritiert ist, dieses A da, das ist das Ganze. Aber das kann ich schon mal hinschreiben. Also A ist der eine plus der andere Radius. Was brauche ich noch? Ich brauche noch, so, da gibt es so die Wippenformel. MA mal AA gleich MB mal AB. Dazu sage ich ein bisschen was. Ich nenne es gern so, so eine Spielplatzwippe, da ist das gleiche Gesetz. Wenn da der Vater mit dem Kinde wippt, ja, dann muss er ja näher ran, damit es im Gleichgewicht ist. Und dann habe ich hier also die Masse vom Vater, die Masse vom Sohn, den Abstand vom Vater, den Abstand vom Sohn. Und dann gilt genau diese Gleichung. Ja, wenn die Masse größer ist, muss der Abstand kleiner werden. Und die gilt auch für Doppelsterne. Also Vater, Sohn am Spielplatz oder Doppelsterne im Weltraum. Ist die gleiche Physik. Gut, den Kepler hatten wir und diesen Zusammenhang hatten wir. Und jetzt brauchen wir noch eine Formel, aber das ist die einfachste der Physik, nämlich V gleich S durch T. Und damit geht's los. Die Sterne sausen im Kreis. Das heißt, VA ist, der Weg ist ein Kreis, 2 Pi R. Aber jetzt meine ich nicht R, sondern das war ja das A. Also mein R ist in dem Fall mein A. Und T ist nicht irgendeine Zeit, sondern diese Zeit T. Und damit kann ich schon dieses A berechnen. Also A gleich Bruch unten 2 Pi T mal VA. Okay? Und die Zeit T. So. Wenn ich die, ja, setzen wir mal ein. Hier habe ich 2 Pi. Die Geschwindigkeit war. Der große war 50, genau, 50 Kilometer pro Sekunde. Ich mache alles eigentlich immer Meter pro Sekunde, aber ich kann jetzt die Kilometer auch lassen, aber die Sekunde sind ein Problem mit den Tagen. Diese 100 Tage, die müssen jetzt mal 24 mal 60 Quadrat mal 60 mal 60 und dann habe ich nämlich Sekunden. Ja, und wenn ich das ausrechne, bekomme ich für A die 70, genau. 70 Millionen Kilometer. Und für AB ist, das waren 100 Millionen, genau, das ist ein bisschen weiter weg. Millionen Kilometer. Also sauber, 100 Millionen mal 10 hoch 6. Gut, also die Abstände habe ich schon.
Jetzt ist der Plan über den, also jetzt kriege ich meine, also jetzt kriege ich, damit kriege ich jetzt mein großes A. Ja, also A ist dann 100, 170 mal 10 hoch 6 Kilometer. Und ich kann die Summe der Massen berechnen. Und wenn ich die Summe der Massen habe, dann kann ich über die Wippenformel auch die Einzelmassen berechnen. Also die Summe der Massen. Da bin ich. Also mal durch die Summe der Massen. M, ah, schönes schwarzes Groß. MA plus MB ist gleich. Und zwar, da habe ich 4 Pi Quadrat und unten die Gravitationskonstante und oben mal a hoch 3 und unten mal t Quadrat. Und jetzt setze ich die ganzen Zahlen ein. Da mache ich hier unten dann mehr Platz. So, 4 Pi Quadrat. Die Gravitationskonstante sind 6,67. 6,67 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 Kilogramm Sekunde Quadrat. So, und wenn ich an der Stelle Meter habe, dann brauche ich auch, da hatte ich so diese Kilometer, die taugen dann nicht. Da muss alles im Meter sein, sonst haut es nicht hin. Das waren 170 mal 10 hoch 6, wegen den Millionen, mal 10 hoch 3, also nochmal mal 1000. Und dann habe ich Meter und das Ganze hoch 3. Und an der Stelle habe ich Sekunde, also muss ich auch wieder die 100 Tage umrechnen, mal 100 mal 24 mal 3600 Sekunde Quadrat. So, ist gleich. Und wenn ich das tue, schaue ich nach. Ich habe es schon gemacht. 3,9. 3,9 mal 10 hoch 31 Kilogramm. Also das ist die Summe. Gut. Ich habe die Summe, ich habe diese A's und jetzt suche ich noch, also ich mache es mal. Die eigentlich ja nicht schwer, weil man aber schnell durcheinander kommt, mache ich es jetzt mal ein bisschen schlampig. Ja? MA plus MB, das schreibe ich jetzt einfach nur in 3,9. Ja? Und MA mal, das waren die 70, genau. 70 gleich MB mal 100. Ja, es geht so um Verhältnisse. Und also das ist eigentlich hier, so wie ich es hier rechne, dass ich hier die 10 hoch 31 weglassen, das ist hier nur Schmierblatt. Schmierblatt. Wenn ich das in der Rechnerprüfung so sehe, würde ich was abziehen. Und bei dem Video mache ich es aber so, weil mit den leichten Zahlen wird klarer, was rechnet er eigentlich. Und dann wird klar, das ist eigentlich nicht schwer, was er da rechnet. So. Ich kann jetzt hier nämlich einfach nach MB auflösen. Ja, MB gleich 3,9 minus MA. Kann die Klammer machen und kann das hier einsetzen. So dieses typische zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Und dann habe ich also MA mal 70 gleich 3,9 minus MA mal 100. Und dann rechnen. MA mal, also 70 MA gleich 100 mal 3,9 minus 100 mal MA. Jetzt auf eine Seite plus, genau, und dann dividiert. 170 MA gleich 100 mal 3,9 und dann dividiert durch die 170. Also MA gleich 100 mal 3,9 durch 170. Und jetzt machen wir es aber ein bisschen sauberer. So. Also, ich habe ja hier, also, was habe ich denn gerechnet? So. So, Moment. So, haben hier nochmal hingeschrieben. Also, das eine waren 100 Millionen Kilometer, das waren 70 Millionen Kilometer. Die Summe war 3,9. Das heißt, die Masse ist die 100, also AA, und hier habe ich die Summe mal die Summe der Massen. Ja, und damit wird das, was hier so Schmierblatt ist, das kommt weg. Und wenn ich das alles einsetze, bekomme ich 2,3 mal 10 hoch 31 Kilogramm. Und der
Andere hat MB ist dann 1,6 mal 10 hoch 31 Kilogramm. Also wenn ich die teile, ja, 1,6 durch 2,3, das ist dann so wie 0,7 zu 1. Das ist ja auch das Verhältnis, also das umgekehrte Verhältnis von den von diesen Abständen. Wenn der Vater doppelt so schwer ist, dann ist der Abstand nur die Hälfte. Und das waren jetzt hier, genau, also das sind die zwei Massen, die ich berechnen wollte, die ich berechnet habe. Wenn gegeben sind, ja, also Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und Umlaufdauer. Es gibt Sterne, wo man das wirklich sehen kann, also wo die so nah dran sind, bei sehr vielen nicht. Interessant ist das Thema spektroskopischer Doppelstern. Da kommt nämlich noch der Doppler rein. Also da habe ich jetzt hier so die Fraunhofer-Linien, also da so Farben. Ich habe jetzt leider keinen Regenbogenfarben, aber da gibt es die schwarzen. Jeder, der Astro hat, hat die wahrscheinlich schon gesehen, diese schwarzen Linien. Ja, und wenn es hier zwei Sterne sind, ja, der geht hin und der geht weg, dann ist ja hier bei allem, was hinläuft, habe ich eine Blauverschiebung. Bei allem, was ein bisschen was Rotes, was wegläuft, habe ich eine Rotverschiebung. Das heißt also, der Astrophysiker sieht diese Linien wackeln, die einen hin, die anderen weg. Und damit habe ich dann mit diesem Delta V durch V ist, hier ist der Delta Lambda durch Lambda gleich so V durch C. Ja, V durch C. Mit der Formel kann ich die Geschwindigkeiten berechnen. Und wenn ich beobachte, wie lange das dauert, ja, bis diese Linien wieder zurück dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören. Ich kenne die ja, in der Erde gibt es die auch. Dann bekomme ich mein T. Also über den Doppler, das V und das T. Und dann kommt die ganze Rechnung. Und dann habe ich die Massen von irgendwelchen Sternen, die im Teleskop eigentlich nur ein Punkt sind. Eigentlich habe ich nur Fraunhofer-Linien gesehen, die hin und her wackeln. Und ich weiß dann aber, weil die einen Linien in die eine und die anderen in die andere Richtung, also weil die verschieden wackeln, weiß ich, es müssen zwei Sterne sein. Und kann berechnen, welche Massen diese zwei Sterne haben müssen.